herzlich willkommen zurück zu 18 Wheels of Steel Extreme Trucker. Wir nehmen uns heute wahrscheinlich im vorletzten Part diesen Truck hier vor, weil, wie vielleicht der ein oder andere weiß, kommt am Freitag Euro Truck Simulator 2 raus und am Freitag werde ich dann 3 Videos hochladen. Ja, es ist kaum zu glauben. Achso, erstmal anschalten und dann kann ich die Scheibenwischer. Gut, ja. Das Problem ist halt, ich möchte nicht unbedingt immer 3 Videos an den Trucker-Tagen, sag ich mal, hochladen. Wohl, wäre eigentlich auch was, aber naja. Einige wird's schade finden, aber ihr könnt dann ja mal im Euro Truck Simulator 2 Let's Play vorbeischauen. Ja, ist jetzt leider so. Oh, shit. Nee, ja, so. Gut, fahre ich hier auch richtig? Ja, schön. Wir müssen nämlich da unten hin. Die Strecke fand ich ganz interessant, weil wir die so noch gar nicht gefahren sind. Deswegen habe ich mir die genommen. Ja. Und dann fahren wir jetzt einfach mal eine Runde. Heute nochmal einen etwas längeren Part, habe ich mir gedacht. Deswegen auch eine lange Strecke, weil es ist einfach einer der letzten Parts jetzt. Und ich möchte das Let's Play schön ausklingen lassen. Und ja, dann kann ich jetzt hier auch wieder die Scheibenwischer ausstellen. Schnee ist ja weg. Fand mein Licht an. Ich könnte nochmal den hier machen. Ne, das ist Warnblinker. Oh, puh. Okay, gut. Wartet mal kurz. Wie konnte ich denn nochmal Steuerung Warnleuchten G, okay. Habt ihr jetzt gar nicht gesehen? Ah, wunderbar. Das ist doch jetzt Trucker-Feeling. Ja, also wie gesagt, leider einer der letzten Parts. Ich glaube, ich kann mein Ziel nicht erfüllen, bei jedem eins stehen zu haben. Vielleicht wird hin und wieder nochmal ein Part kommen. Also immer mal ein bisschen auf meinem Kanal vorbeischauen. Und ja, wenn es für was für euch ist, Euro Truck Simulator 2, ich denke mal, da gibt es auch etwas extremere Regionen, nenne ich es mal. Wenn man da weiter raus nach Russland fährt, da gibt es bestimmt die ein oder andere vereiste Straße. Wäre bestimmt ganz amüsant für euch, da mal zuzusehen. Ist ja auch eigentlich mehr mit Taktik. Hier fährst du einfach nur, um wirklich EP zu bekommen, und dort fährst du, um Geld zu machen. Wow! Das habe ich noch nicht gesehen. Wow! Fuck! Shitte! Ja, das ist schön! Das ist richtig schön, dass wir das nochmal erleben durften jetzt hier im Let's Play, dass ich einmal ins Eis einbreche. Das ist ja geil! Das hatten wir ja noch, soweit ich weiß, gar nicht im Let's Play. Ja, richtig geil. Das ist ja Schnieke. Haben wir doch nochmal alles erlebt hier. So, Warnleuchten an und dann fahren wir jetzt. Ist ja richtig geil. Haben wir mal gesehen, wie es aussieht, wenn man ins Eis einbricht. Ist mir noch nie passiert, gerade Sensation für mich. Finde ich richtig geil, dass ich das im Let's Play nochmal zeigen oder beziehungsweise erleben durfte mit euch gemeinsam. Und ja. Ist doch auch mal was. Schön. Übrigens, Lizenzen für Landwirtschaftssimulator habe ich bekommen. Also ja, und Euro Truck Simulator, da ist das. Zwei da. Die haben mir eigentlich schon fast zugesagt, die wollten halt nur noch mal kurz meinen YouTube-Kanal sehen, aber ich bin zuversichtlich, dass da auch was wird. Bestimmt habe ich dann morgen, spätestens Donnerstag will ich die, oder Freitagmorgen will ich hier die Absage oder Zusage im Postkasten haben. Bestellt habe ich es jetzt so oder so, weil ich will es auf jeden Fall spielen und ja, wäre halt geil, wenn ich zum Release dann noch wirklich Let's Playen könnte. Aber da kann man sich bestimmt immer noch mal ein paar Zuschauer abgreifen. Am Anfang eines Let's Plays werden solche Simulatoren ja immer extrem geklickt. Oder nicht am Anfang, sondern am Anfang, wenn die rauskommen, gehen halt alle Simulatoren-Fans da drauf. Oder viele, die sich überlegen, diesen Simulator zu kaufen. Oder denken, mal schauen, was das für ein Scheiß ist. Ja.
Aber ich finde Simulatoren gar nicht beschissen, deswegen mag ich das auch nicht, wenn Gronkh mal wieder hier Simulatoren verarscht. Das finde ich total für'n Popo einfach. Ist nichts für mich. Und ja. Das habe ich jetzt auch mal dazu gesagt. Hier Paketdienst-Simulator, das fand ich einfach grottenschlecht, auch vom Kommentarstil her. Einfach. Ich meine, es ist so, wie wenn ich jetzt ankomme und sage: Boah, seid ihr schlecht. Da, könnt nur nicht mal das und das und das und das. Ist einfach. Na. Vom Prinzip her mobbt der das Spiel sozusagen. Und Mobbing ist halt nie gut, wie wir alle wissen. Und. Ja, das ist halt schon doof. Aber ich finde das echt klasse, dass wir nochmal hier erlebt haben, wie man ins Eis einbrechen kann. Übrigens, wenn ich Euro Truck Simulator 2 fertig habe, sozusagen, dann lohnt es sich wieder bei mir reinzuschauen, weil erstens, dann wird der Landwirtschaftssimulator kommen, denke ich, und oder wird durch eine kleine Ära des Euro Truck Simulator, Extreme Trucker 2 Simulators ersetzt. Ja, das ist so eine kurze Ära, so sagen wir mal 35 Parts, so ähnlich wie diesen hier. Also Extreme Trucker 2 habe ich da auch schon noch vor. Muss ich mir nur noch zulegen, habe ich ja leider nicht. Aber es bietet halt viel mehr Möglichkeiten, habe ich mir sagen lassen, als jetzt hier der erste speziell. Der erste hat hier nur die drei Extreme da. Hitze, Kälte und extrem Kurven und schlangenlinig bergig. Ja, ich weiß gar nicht, was in Australien so schlimm sein soll. Eigentlich ist Australien extrem cool. Naja gut, es ist extrem cool, deswegen passt es auch in Extreme Trucker, aber richtig schön. So, ich habe jetzt mir endlich mal zum Schluss des Let's Plays angewöhnt, den Split Movie Every 4 Gigabytes Button bei Fraps auszumachen, so dass ich jetzt genau sehe, wie lang die Parts sind und nicht immer schauen muss, wo jeder Part endet. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass es diese Funktion ja gibt. Oh, oh, oh. Schön nochmal hier die Kurve gemeistert. Ich hatte schon Angst, dass wir da in die Schneeverwehung reinfahren. Aber nee. Ich bin übrigens gerade erst von meiner Oma gekommen, also ich entschuldige mich, wenn der Part heute etwas später kommt. Meine Mutter hat Geburtstag und da sind wir zu meiner Oma gefahren und das hat so ewig gedauert. Aber naja. Jetzt ist es gerade, boah, keine Ahnung, wie spät ist das denn? Sag mal, ich hab doch hier meine Uhr. Halt! Ja gut, bei der nächsten Kreuzung ist jetzt die Frage, fahre ich's? Ich glaube, ich fahre so unten lang und biege dann wieder zurück ab. Gut, 1933 ist jetzt gerade. Ich muss den ganzen Kram noch rendern und hochladen und, oh. Minecraft muss ich auch noch hochladen. Ich hatte es gestern Abend nicht geschafft hochzuladen, ich lasse das ja mittlerweile. Und ich wollte es mir angewöhnen, das über Nacht hochzuladen, die Videos, aber das konnte ich gestern nicht machen, weil das Internet war weg. Immer eins so, blub, Internet weg. Hä? Was ist da los, habe ich mir erstmal gedacht. Ne? Habe ich gesehen, dass auch Fernsehen weg war, bei meiner Mutter im Wohnzimmer. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, gehen wir schlafen, können ja eh nichts mehr machen. Und dann heute Morgen ging es wieder, wahrscheinlich haben sie nur irgendwie Server gewartet oder keine Ahnung was. Haben sich gedacht, wer ist denn um 1 Uhr noch vorm PC? Da haben sie wohl die Rechnung ohne mich gemacht. Aber naja. Ich bin froh, dass ich jetzt die bessere Internetleitung habe und auch sozusagen schneller hochladen kann, weil bei der 2000er-Leitung von T-Mobile ist das immer extrem schlecht gewesen. Konnte man einfach nicht gescheit hochladen. So, ich darf nicht vergessen, bei der nächsten Kreuzung abzubiegen in die andere Richtung nach rechts. Genau, ich habe jetzt gerade hier auf meine Sessellehne geschlagen, weil ich nicht wusste, welche Richtungsanzeige das ist. Aber naja. Da vorne gleich und ja, nach rechts fahren. So, habe ich da gerade eine Nacht in Skype bekommen? Nee, oder? Oh, schau mal, heute sogar mit Blinker setzen. Das hoffe ich, dass ich das im Euro Truck Simulator 2 Let's Play wesentlich besser machen werde. Also mich mehr an die Verkehrsregeln halten werde. Nein, so. Weil das habe ich hier gar nicht gemacht, so mit Blinken und sowas.
Aber ich hoffe mal, dass ich das da vielleicht doch mehr bewerkstelligen kann. Jetzt nicht im ersten Part. Erster Part wird auch nicht so lange gehen, damit ich ihn relativ schnell hochbekomme. Also freitags könnt ihr euch nochmal auf einen letzten Part Extreme Trucker freuen. Ist dann wirklich der letzte Part vorerst mal. Ja. Ist halt so nun mal, ne? Leider jetzt. Ich denke mal, ich werde da Euro Truck Simulator 2 werde ich dann, denke ich mal, Wochenende auch noch komplett mal mit hochladen. Und damit ich halt am Anfang für die neuen Content habe, dass ich da auch relativ zügig auf der Startseite lande, weil das möchte ich schon bezwecken, wenn ich ein Spiel zum Release spiele. Dann montags werde ich das auch machen und dann ab Dienstag pegelt sich das dann so weiter ein. Da vorne muss ich also hin. Gut, also hier abbiegen. Schön mit Blinker. So. Also könnt ihr euch eigentlich dann freuen, dass jeden Tag dann, hoffe ich, wirklich ein Video kommt. 5 Tage lang. Oder warte, Freitag, Samstag. Ja, 5. Nee, gar nicht. Doch, 5 Tage. Ja, ich hab doch Rückwärtsgang drin, danke. So, jetzt, mach. Mach doch! Ey, bremst doch! Dämliches Scheißding, ey. Ey, jetzt fahr einfach, fahr! So, endlich, gut. Ja, das war dann der vorletzte Part, Euro Truck Simulator, German Truck. Nein! Verdammt, wie heißt es gleich noch? Extreme Trucker, ja, ich sag tschüss, bis zum nächsten Part und ja, tschüss!